Howdy, es ist was Unerwartetes passiert. Mr. Scotty hat mich für den Warum sammelst du Tag nummeriert? Und den werde ich jetzt machen. Die erste Frage: Warum sammelst du? Weil mir das Spaß macht, das Sammeln. Frage 2. Welche schönste Erinnerung zum Thema Film hast du? Mein Onkel hat mir zu Weihnachten Der gute Bag and the Ugly geschenkt. Das ist die schönste Erinnerung. Aber generell hat er mir ganz viele Sachen geschenkt, wie zum Beispiel die Dokumentationen oder Mr. Bean, die Serie oder noch ein paar anderen Western. Frage 3. Welche Filme aus der Kindheit blieben dir positiv im Gedächtnis? Das war der Film Emil und die Detektive, die Verfilmung aus den 50ern. Den hatte ich früher in der Schule geguckt. Frage Nummer 4. An alte Gewohnheiten festhalten oder sich dem Streaming ergeben? Ich werde mir keinen Streaming-Dienst kaufen. Auf keinen Fall. Frage Nummer 5. Was war der kontroverseste Film, den du je geschaut hast? Ich würde sagen, World Trade Center. Frage Nummer 6. Ist das noch normal? Verhalte dein Sammelverhalten. Also in den letzten 3 Monaten habe ich mir ziemlich viel gekauft, aber ich habe mir noch Geld zur Seite gelegt, also ist es noch normal. Frage Nummer 7. Findest du, es gibt Filme, die schlecht gealtert sind und welche nicht? Ich habe keine Filme, die schlecht gealtert sind. Aber ein Film, der gut gealtert ist, ist 12 Uhr mittags. Das ist ein zeitloser Klassiker. Frage Nummer 8. Kaufst du dir rein komplett trotz dessen, da unter Gurken sind? Ich habe hier ein gutes Beispiel. Tremors. Also das sind jetzt die 6 Teile drin, aber es gibt noch einen 7. Stryker Island. Den brauche ich überhaupt nicht, weil mir gefallen nur die ersten 4 Teile. Also ich brauche jetzt nicht alle Teile einer Reihe. Frage Nummer 9. Bereust du manche Anschaffungen? Ja. Zum Beispiel Til Schweiger Filme oder ich habe sehr viele Steven Seagal Filme. Über den Film habe ich mich sehr gefreut, aber der ist leider nicht. Oder auch über einige Danny Trejo Filme. Frage Nummer 10. Neues Regal oder Filme aussortieren? Ich hätte wahrscheinlich noch Platz für ein neues Regal, aber ich würde lieber aussortieren. Frage 11. Was bleibt in der Sammlung, kommt und was nicht? Was bleibt, ob mir der Film gefallen hat? Was kommt? Ja, das kommt auf mehr Faktoren an. Zum Beispiel, ob mir der Schauspieler gefällt. Und was nicht kommt? An diesen Sachen habe ich wohl kein Interesse.
Frage Nummer 12. Geht's um deine Leidenschaft mehr um Filme oder eher Verpackungen? Also, wie man hier gut erkennen kann, geht's bei mir um Filme und nicht um die Verpackung. Frage Nummer 13. Welche Gefühle hast du, wenn du dir deine Sammlung anguckst? Ich kann es nicht so gut beschreiben, aber definitiv positive. Frage Nummer 14. Wie findest du die Veröffentlichungspolitik der Label? Also, das ist die DVD. Hat kein Wendecover, die Disc sieht sehr langweilig aus und noch dazu sind hier recycelte Bilder. Aber dann gibt's noch gute Labels wie Koch Media, die keine recycelten Bilder haben, ein Wendecover und eine bedruckte DVD. Also die ganz Großen sollten sich mal bei den Kleinen eine Scheibe abschneiden. Frage Nummer 15. Wie geht deine Familie mit deiner Leidenschaft um? Also meine Mutter hat es öfter gesagt, ich sei kaufsüchtig. Aber ich sag immer, das ist nur Leidenschaft. Frage Nummer 16. Siehst du noch den Sinn in deiner Sammlung wegen den ganzen Streaming-Anbietern? Ja. Frage Nummer 17. Was war der Auslöser deiner Leidenschaft? Alles fing tatsächlich mit Comics an und irgendwann wollte mir die Filme dazu anziehen. Und einer meiner allerersten Filme, sogar der erste Film, der mich dazu gebracht hat, ist X-Men Erste Entscheidung. Und Frage Nummer 18. Hab ich ein Riss am Helm? Nein. So, die drei, die ich nummeriere, sind Kaffee mit Sassi, Petstrong und Michaels Beiter. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Bis dann.